Hallo und herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie ich mein sogenanntes Blitzfondant mache. Es ist ein Marshmallow-Fondant, geht sehr schnell und zuzubereiten und ist relativ unkompliziert. Ich verwende immer Marshmallows von dieser Firma. Davon brauchen wir 450 Gramm. Wir brauchen ca. 1250 Gramm Puderzucker, 3 bis 4 Esslöffel Wasser und später für die Hände etwas Palminsoft, damit es nicht so klebt. Zuerst geben wir die Marshmallows in eine Schüssel. Übergießen diese mit dem Wasser. Und nun die Marshmallows für ca. 3 bis 4 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. Aber zwischendurch die Mikrowelle mal öffnen und nachschauen, wie sich die Konsistenz verhält. Sie dürfen natürlich nicht verbrennen oder ähnliches, sie sollen nur schmelzen. Ihr seht, nach etwa anderthalb Minuten sieht es so aus, sie fangen schon an zu schmelzen. Sie brauchen aber noch ein wenig, also ich gebe sie jetzt nochmal für etwa 2 Minuten in die Mikrowelle und dann schauen wir nochmal. Nach weiteren 2 Minuten seht ihr, die Marshmallows sind geschmolzen. Vorsichtig, könnte heiß sein. Nun geben wir etwas von dem Puderzucker darüber. Und kneten es langsam ein. Nach und nach Puderzucker dazu. Die Masse wird immer zäher und irgendwann schafft es auch der Mixer oder die Küchenmaschine nicht mehr. Dann müssen wir von Hand weiterarbeiten. Wenn ihr die komplette Menge Puderzucker untergeknetet habt und ihr solltet feststellen, die Masse ist noch zu klebrig, müsst ihr noch mehr Puderzucker dazugeben. Aber normalerweise bei 450 Gramm Marshmallows haut es mit den 1250 Gramm Puderzucker recht gut hin. So. Die Fingerprobe, da sollte nichts mehr dran kleben, das tut es nicht. Dann ist der Fondant fertig durchgeknetet. Ihr könnt ihn jetzt im Kühlschrank bis zum Verarbeiten lagern. Dafür müsst ihr ihn luftdicht verpacken. Am besten in Gefrierbeutel. Luftdicht einpacken und vor dem Verarbeiten 1, 2, 3 Stunden vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen und die ganze Sache auf Zimmertemperatur bringen und dann nochmal ca. 5 Minuten gut durchkneten, dass er schön geschmeidig ist zum Verarbeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen
und euch zeigen, wie man auch mal ganz schnell einen Fondant herstellen kann. Schaut auch nach meinen anderen Videos, es gibt jede Menge mittlerweile davon. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Backen und Kochen mit Stefan. Tschüssi!